Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Profi Replays. Heute hier wieder aus dem Memes and Dreams Invitational aus dem Teamhaus von No Regret in Korea. Haben wir hier Partie Nummer 2 zwischen beiden Terranern. Links oben in Blau haben wir gespawnt als mexikanischen Terraner. Er führt aktuell 1-0, kann er diesen Vorsprung nutzen und Partie 2 für sich gewinnen. Und damit das Best of 3 ist, ist Special. Und rechts unten in Rot gespawnt haben wir ebenfalls als Terraner aus Korea in seinem Heimatland spielend hier natürlich Ryang. Er muss natürlich eine Map jetzt hier holen, um natürlich das Ganze in die finale dritte Map zu zwingen. Mal schauen, ob er das schaffen wird. Wir sehen diesmal kein Cheese bei Special. Damit natürlich hier... Oh, vielleicht sehen wir doch Cheese. Wir sehen hier auf jeden Fall die Barracks etwas versteckt. Vielleicht macht er jetzt hier einen Turex-Opener. Oder er... Nee. Er will jetzt hier Mindgames spielen. Er denkt sich, okay, Ryang wird das hier gleich scouten. Wird sich fragen, wo steht denn eigentlich deine Barracks? Oh nein, du proxyst mich schon wieder. Und ja, Ryang natürlich hier versucht das Ganze schon ein bisschen zu unterbinden, dass er eben hier den Proxy sehen würde. Wenn hier geproxied werden würde, würde er es sehen. Außerdem kann er hier einfach, glaube ich, noch ein zweites Depot bauen und das ist zu. Wobei, es könnte auch schon so zu sein. Ich glaube, das ist die Map, wo man das nicht sieht, dass es zu ist. Weil es gibt eine Map, wo man einfach nur ein Depot bauen muss oder einen peilen. Und dann ist schon hier das zugewallt. Und es könnte sein, dass das diese hier war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hier aktuell kein großer Cheese unterwegs. Die Barracks wird gleich fertig. Damit wird es hier gleich natürlich auch das Orbital gehen. Dabei geierst allerdings jetzt bei Ryang. Das hatte er beim letzten Mal nicht. Das heißt, er wird hier die sichere Variante eröffnen. Vielleicht auch die aggressivere. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kommt die Factory eben, bevor er hier das Command Center nimmt. Die jetzt gibt es erstmal den Scout. Oder will er jetzt hier? Nee. Hä? Ah, er will jetzt hier auch dicht machen. Sehr interessant. Deswegen sehen wir hier die Factory auch eben hinter diesem Büschen versteckt und danach soll es hier die Echse geben. Sehr schöne Idee von Special allerdings, ja, nicht wirksam, denn Ryang hat gar nicht gescoutet. Beide Spieler haben nicht gescoutet. Muss man auch erstmal machen. Wenn man in der ersten Partie hier gecheased wurde, dann nicht zu scouten, ist natürlich sehr, sehr mutig. Der Reaper sucht allerdings jetzt hier schon mal direkt nach ein paar geproxyten Gebäuden. Wenn es allerdings Proxy Reaper gewesen wäre, dann wäre er jetzt auch tot. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich schon wieder vorbei, so wie ungefähr beim letzten Mal. Also sehr, sehr mutig, was hier Ryang gespielt hat, aber er hat eben nicht Special abgekauft, dass er zwei Spiele hintereinander macht. Und das ist ja auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Spiel, so in den Köpfen. Das Metagame ist durchaus entscheidend. Jetzt sieht er hier übrigens die beiden Gebäude, bevor er alles andere gesehen hat. Sehr interessant. Ja, das Metagame ist häufig entscheidender hier in diesen Profi-Niveaus als eben ja, einfach die Build-Order, beziehungsweise es gibt sehr, sehr viele Build-Order-Losses eben dadurch, dass man denkt, ah, das spielt er sowieso nicht, dann bin ich eben gierig und mache dann dies und dies. Also das, ja, Mentale, ich glaube, dass du glaubst, was ich glaube, dass du machst, das ist so ungefähr das, was hier sehr, sehr viel entscheidend ist. Und ja, so sehe ich das auch hier. Special hat damit gerechnet, dass eben Ryang scoutet, nachdem er in der ersten Partie gecheased wurde. Das hat Ryang nicht gemacht, weil er dachte, okay, zweimal danach cheast du eh nicht. Und ja, damit ist Ryang hier quasi der Sieger dieses ersten Mindgames. Und im Schrie ist eigentlich natürlich nicht viel passiert, außer dass das vielleicht so ein paar Auswirkungen natürlich hatte. Was es natürlich für eine Auswirkung hatte, war, dass Ryang hier zum Beispiel nicht in der zweiten Partie gesagt hat, okay, ich nehme wieder ein frühes Command Center, wie er es natürlich bei der ersten Partie gemacht hat. Da hat er also schon ein bisschen hier Credit an Special gegeben und gesagt, okay, das kann ich scheinbar nicht machen, dass ich hier so früh auf das Command Center gehe, so gierig bin. Da muss ich dann doch nochmal auf die Nummer sicher gehen. Also auch das schon wieder ein mentaler Sieg. Und das ist natürlich in dem Best of 3 was anderes als in der Ladder-Partie, wo du gegen einen random Gegner eine Partie hast und dann nicht mehr weißt. Das merkt man ja auch sehr häufig, wenn man selber eine Ladder-Partie spielt und dann die zweite Partie eben ganz anders verläuft. Man eben weiß, okay, der geht jetzt hier auf Mac oder, ach, er möchte bei Minute 5:30 pushen. Das sind so bestimmte Sachen, die funktionieren dann halt einmal, aber eben in so einer Serie ist das was ganz anderes und das macht eben hier diesen Reiz aus diesen Best-of-Matchups aus. Best of 3 ist es natürlich noch nicht ganz so stark ausgeprägt wie in einem Best of 7 oder so, wo das noch viel, viel extremer ist. Ja, aber das ist immer sehr, sehr interessant, sowas zu sehen, vor allen Dingen in längeren Partien. Oder in längeren Matches hier, also Best of 3, Best of 5, Best of 10. Und jetzt sehen wir hier auf jeden Fall einen Push von Special, der könnte hier das Medivac fokussen, das macht er jetzt hier auch. Ist zum Beispiel schon halb tot und er muss hier ausladen und das ist nicht gut für Ryang. Damit verliert er hier schon wieder die ersten Cyclones, den ersten zumindest im Singular. Hat jetzt nur noch einen Cyclone hier in seinem Medivac, währenddessen die dritte von Special im Bau. Die kann er für kurze Zeit wahrscheinlich delayen.
entscheidet sich aber hier erstmal für den sicheren Schaden gegen das Depot. Da kommt jetzt allerdings der Cyclone von Special, der noch nicht angeschlagen ist und somit kann dieser Push erstmal vertrieben werden. Währenddessen kommen hier von Special die Cyclones rein. Er soll sich entscheiden, ob er entweder das Command Center fokust oder die Worker. Eins von beiden soll er machen, aber nicht beides halb. Jetzt fokust er erstmal den Liberator, den wird er nicht bekommen. Doch, bekommt er. Das war gut. Da musst du aber ganz schön aufpassen, dass er eben nicht hier von den Marines hier in die Flucht getragen wird oder zu sehr vernichtet wird. Währenddessen hier der erste Tank platziert, damit der Cyclone Harass natürlich erstmal Geschichte, zumindest deutlich hier eingeschränkt. Zweiter Tank steht gleich auch. Wir haben eine Factory, eine Barracks, ein Starport, also noch hier die Möglichkeit, komplett auf Bio zu gehen, auf Biotank zu gehen, auf Mech zu gehen, wobei ich denke, wir werden hier eher Biotank sehen, denn wir haben ja schon ein paar Marines hier und ich denke, das wird es auch weitergeben. Auf der anderen Seite sehen wir schon wieder Aliens im Bau, das spricht dann doch eher für Mech und auch das hier spricht dann doch stark für Mech. Wir sehen die zweite Factory, die dritte Factory, wir sehen hier, der Reaktor wird nur dafür gebaut hier, um eben gleich an den Starport zu kommen, um da Möglichkeiten für Vikings zu geben, denn Medivacs braucht er ja eigentlich gar nicht. Also Special hier wieder komplett Mech-mäßig unterwegs und Ryan scheinbar hier mit dem etwas anderen Weg mit Marine Tech. Wobei er aktuell keine Marines mehr baut. Okay, er entscheidet sich jetzt doch für den Switch. Ah, das gefällt mir tatsächlich jetzt nicht mehr so, weil das meiner Meinung nach schon zu spät dafür ist. Denn Special hat jetzt hier schon den Vorteil, dass er unit-technisch, gut, er hat natürlich die ersten Tanks nicht, ne? Vielleicht gleicht das so ein bisschen aus. Aber die Factories stehen halt früher bei ihm, die dritte steht früher bei ihm. Und wenn jetzt beide hier auf Mech gehen, dann sehe ich doch den Vorteil bei Special, der eben früher die Factories gebaut hat, der eben früher hier meint, auch beide natürlich bei 51 Worker noch gerade, trotzdem hier 2500 Mineralien, 2200 Mineralien hier, Gaseinkommen ausgeglichen. Ich denke, wir werden auch bald hier bei Special schon die nächsten beiden Gasgasiere sehen, denn wie gesagt, bei Mech braucht man sehr, sehr viel Gas. Double Liberator jetzt hier bei Special, das finde ich interessant. Sowie 1-1er Upgrade bei Ryang, 1-0er Upgrade nur bei Special. Also das vielleicht dann wieder ein Punkt, wo hier Ryang sich den Vorteil zurückerobern kann. Auf jeden Fall, Worker-technisch sind beide gleich auf, Armee-technisch nicht. Special hier eindeutig vorne, allerdings mit Aliens und auf dieser Map mit Aliens Schaden zu erreichen, ist deutlich schwieriger als auf anderen Maps, denn wir müssen natürlich immer hier sehen, dass man durch die Natural rennen muss und hier stehen drei Tanks. Wenn Aliens durch drei Tanks rennen, dann sind die sehr, sehr schnell Geschichte. Bei dieser Base, wenn die irgendwann genommen wird, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, das zu clearen oder dort Schaden zu finden. Das soll es ja jetzt hier auch bald geben bei Ryang. Der baut hier ja schon das vierte Command Center. Auf der anderen Seite haben wir auch das vierte Command Center. Das wird allerdings schon direkt an der Location gebaut. Währenddessen fliegt hier schon wieder eine Barracks rum, um hier zu scouten. Auch der Fake Scout hier bei Ryang mit dem Medivac, was einfach leer ist. Auch sehr interessant. Währenddessen kommen jetzt die ersten Liberator, versuchen hier Schaden zu machen. Das werden sie auch finden. Auch wenn hier die Vikings ankommen, zumindest 3-4 Kills sollte hier doch der Liberator kriegen. 4, 5 sogar, 6. 6 Kills für einen Liberator ist natürlich schon was, was er, glaube ich, sehr, sehr gerne annimmt. Ah, das geht. 2 Liberator bisher gefallen gegen einen Liberator. Und ja, ihr seht es ja hier. Also großartig Schaden hier noch nicht verteilt. Trotzdem, oh, jetzt gibt es den Drop und damit könnte der erste Schaden richtig losgehen. 4 Cyclones fliegen hier rein, nachdem der gescannt hat und gesehen hat, so viel steht hier nicht defensiv. Die Cyclones können natürlich hier mit den Aliens ordentlich aufräumen. Spannender werden hier natürlich die Tanks und die Vikings, ob sie eben es schaffen, hier Special vernünftig vertreiben zu können oder eben vielleicht sogar einzugreifen, bevor hier er vertrieben werden kann und eben die Medivacs zu snipen. Das wäre natürlich schön gewesen, hat er allerdings nicht geschafft. Währenddessen baut hier allerdings jetzt Special seinen Push auf und Ryang, der rennt hier rein, findet allerdings direkt die positionierten Tanks. Das heißt, er weiß Bescheid. Die Frage ist jetzt, wann kommt hier der Support von Special? Die zeigt uns hier noch in den Medivacs. Hier stehen zwar einige Tanks, die jetzt aber auch absiegen. Das wäre vielleicht die Gelegenheit anzugreifen, aber so schnell ist die Armee von Ryang dann leider auch nicht. Er hat eben keine Aliens, er hat keine Cyclones, er hat eben nur die Tanks, die halt, wie gesagt, defensiv sehr, sehr gut sind. Aber um offensiv einzugreifen, da bedarf es dann noch ein bisschen Zeit und sind eben halt bei weitem nicht so mobil wie zum Beispiel Aliens, die wir jetzt hier immer noch im Bau sehen. Bei Special auch dort das Blue Flame Upgrade im Bau. Und wir sehen jetzt hier Mars Starports. Das heißt, es soll wahrscheinlich hier in Richtung Ravens gehen, in Richtung Battlecruiser vielleicht auch. Wir sind natürlich hier auf Backwater. Das muss man ja immer wieder ansprechen. Backwater ist ja die Split-Map. Wo es jetzt hier schon einigermaßen oder schon einige Male Beschwerden gab, dass es hier in Split-Map-Szenarios geht. Bin gespannt, ob wir das jetzt hier auch sehen werden. 4 Cyclones jetzt hier, auch Ryang übrigens mit dem
Starports unterwegs. Sehr schöner Fokus hier auf die Armories. Damit natürlich hier das eine Upgrade, die Knight. Das war allerdings gerade erst angefangen. Ich denke, das wird er nochmal verschmerzen können. Dieses Upgrade hier wäre wesentlich schlimmer, wenn es gefallen wäre. Das plus 1er Air-Upgrade. Ja, hier wird direkt die Armory nachgebaut. Wir sehen den Covid-Reaktor bei beiden. Ja, damit die Ravens natürlich mit mehr Energie unterwegs. Plus 1er Air-Attacks auch, wie gesagt, bei beiden. Das Defense-Upgrade natürlich jetzt bei Ryang nicht mehr, aber nachdem es gefokust wurde, eben von Special Schnellfeuermechanismus, um auch einfach mit den Cyclones vielleicht nochmal Schaden zu machen. Wie viele Cyclones hat er denn überhaupt noch? Zwei. Naja, ob sich dafür jetzt dieses Upgrade lohnt, man weiß es nicht. Aber vielleicht will er es einfach mal mitnehmen. Er hat ja das Geld, hat jetzt hier auch die Basen. Dort kommt eine, dort kommt einer. Also das macht er sehr, sehr aggressiv. Und Ryang natürlich mit seiner Armee, die aktuell sehr, sehr defensiv aufgestellt ist, kann da nicht so wirklich früh eingreifen. Sensor Tower kommt jetzt dazu. Ein paar Missile Turrets kommen auch, um eben vielleicht schon hier die Ravens, die Vikings und dann vielleicht später auch Battlecruiser, ich bin gespannt, zu verhindern, dass sie eben zu nah rankommen. Aber ich denke, wir werden erstmal Ravens sehen. Beide auf jeden Fall jetzt hier mit Ravens im Bau. Plus 1er Air Attack ist inzwischen durch bei Ryang, der jetzt direkt auf plus 2 setzt. Auch das 2 Defense Upgrade nimmt. Also man muss natürlich sagen, beide jetzt auf gleichen Upgrades unterwegs, obwohl hier gefokust wurde. Ryang natürlich früher mit der Double Armor hier unterwegs. Und deshalb, ja, konnte hier Special es nur schaffen, dass eben das Ganze ein bisschen stärker wieder ausgeglichen ist, aber eben sich dadurch keinen großen Vorteil schaffen. Oh, diese Hellions machen immer gut Schaden. Da kommen ja immer mehr WWFs rein, um hier sich abbrennen zu lassen. Das ist natürlich nicht das Geilste, was man haben will. Währenddessen hier übrigens wieder Double Drop. Die Tanks fallen hier unten. Gibt es noch ein bisschen mehr Schaden eben von den einen Cyclone und den zwei Hellions. Allerdings hält sich das bei beiden Grenzen. Ich denke, beide versuchen jetzt hier so ein bisschen ihr Supply auch freizuräumen für eben die Luftarmeen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh dafür. Wobei Special natürlich jetzt hier mit 180 Supply noch am ehesten dran ist, bald in Richtung Mixout zu gehen. Beide Spieler jetzt mit gleichem Supply, also der Vorsprung, den Special dabei hatte, der ist inzwischen Geschichte. Trotzdem natürlich Worker-technisch noch weit vorne. Ich frage jetzt, wie viele Worker will man haben? 89 sind halt schon echt viele Worker. In einem Split-Map-Szenario natürlich gar nicht schlecht. Da kann man natürlich sagen, okay, ich meine jetzt erstmal meine Seite der Map leer. Versuche mir eine große Bank aufzubauen und erstmal währenddessen keine großartigen Fights einzugehen. Und irgendwann werfe ich dann meine Worker weg und mache meine Armee dementsprechend größer. Das kann eine Taktik sein, die zum Erfolg führt. Allerdings führt sie natürlich auch dazu, dass aktuell die Armee nicht so groß werden kann wie bei Ryang. Trotzdem aktuell die Armee noch ausgeglichen, denn wir sehen hier vom Max Out, da ist Ryang noch weit entfernt. Special dagegen hat ihn jetzt erreicht. So ungefähr zumindest. 6 Supply noch frei. Währenddessen pushen hier die Tanks. Oh, der Tank steht ja geil. Richtig da hinter dem Faden sozusagen. Trotzdem ist er inzwischen gefallen. Die Tanks jetzt hier mit den Anti-Armor-Messern getroffen. Und ja, Special versucht hier tatsächlich sein Supply zu wasten. Auf eine möglichst effiziente Art und Weise versucht er eben hier seine Tanks loszuwerden, um eben noch mehr in Luftarmee zu stecken. Und das ist eine Taktik, die dazu führt, dass Ryang jetzt noch stärker weiter hinten liegt. Allerdings Special hier natürlich auch einiges von seiner Bank ausgeben muss. Also dementsprechend vielleicht auch die Worker hier aktuell gar nicht so schlecht. Währenddessen hier weitere Vikings im Bau, weitere Cyclones im Bau, nur eben keine Tanks. Die möchte er inzwischen nicht mehr haben. Er möchte diesen Stellungskrieg nicht eingehen. Er möchte eben eine Armee haben, die in der Luft fliegt und eben ein bisschen harassen währenddessen mit seinen Hellions. Harassen währenddessen ist auch schön, ne? Naja, die Cyclones räumen auf jeden Fall hier erstmal auf, allerdings erst nachdem hier wieder einige Worker gefallen sind. Insgesamt 26 Arbeiter hat hier Special im gesamten Match getötet. Hier unten steht eine Planetary, da das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger hier für diese Armee, zumal hier es sich aktuell nicht so richtig lohnt, dafür sind einfach zu wenig Worker noch da. Dreier Defense Upgrade jetzt hier für die Mac-Einheiten. Wo bleibt das Dreier Offense Upgrade? Das fehlt natürlich auch. Das braucht er auf jeden Fall für die Lufteinheiten. Allerdings hat er noch ein bisschen Zeit, bis Special hier dazukommen kann. Hellbats werden jetzt gemorpht. Damit soll es also jetzt hier wahrscheinlich drauf gehen. Und dann ist die Frage, ist das hier schon genug, was er hat? Er hat natürlich ein paar Ravens. Die können immer schön hier die Anti-Armor-Missile setzen. Oh, das war schön. Das war sehr schön. Und ja, tatsächlich sieht es so aus, als könnte hier Special, Ryang brechen, die Tanks natürlich hier noch halten aktuell Stand, allerdings müssen sie jetzt auch gegen die Vikings sich verteidigen. Es sieht aber so aus, als schaffen sie es. Ja, sie schaffen es. Und damit hat jetzt Special einen sehr, sehr schlechten Fight gehabt. Das hat sich jetzt, glaube ich, nicht so ganz gelohnt. Er war hier ordentlich vorne im Supply. Inzwischen ist er zwar immer noch leicht vorne, aber eigentlich hauptsächlich durch die Worker. Armeetechnisch ist er jetzt nicht mehr so weit vorne, wie er vorher war. Drei weitere Ravens allerdings im Bau. Wo ist seine aktuelle Armee? Hier.
Ja, schlecht ist die auch nicht. Weitere Command Center werden jetzt hier fertig, sollen natürlich dann zu Orbitals werden. Vielleicht auch mal irgendwo ein oder zwei defensive Planetaries, auch nicht schlecht. Aber erstmal wahrscheinlich auch Orbitals, um nachher gleich einfach Worker wegwerfen zu können, um einfach nur mit Mules die Mineralien zu minen und dann eben das Gas durch die verbleibenden Worker eben verdienen zu können. Wir haben jetzt quasi schon das Splitmap-Szenario. Ryang hat jetzt hier fast alle Bases auf seiner Seite der Map, nur hier unten nicht. Die möchte ihm allerdings gerade jetzt special streitig machen. Das ist natürlich eine gute Taktik, einfach die Minereien, die sozusagen Ryang zustehen, wegzumeinen. Es wird allerdings nicht funktionieren, das ganze Zufall gesehen. Währenddessen hier unten nochmal ein bisschen Harassment, allerdings ist da die Planetary schon fertig geworden, also da auch etwas eingeschränkte Möglichkeiten. Ja, und jetzt gibt es hier ein Splitmap-Szenario. Wir haben hier die Missile Turrets, wir haben hier Tanks stehen, genau in der Mitte der Map. Wir können hier eine Linie ziehen, dort einigen sich beide rauf. Mir gehört die Hälfte, dir die andere. Hast ein Problem damit, dann musst du mich brechen. Und jeder, der natürlich schon mal gegen eine Mech-Armee versucht hat, diese Position zu brechen, weiß, wie schwierig das ist. Keiner will immer der engaged, sondern möchte jeder den Defenders Advantage nutzen. Das ist natürlich dann sehr, sehr schwer. Und kann natürlich zu sehr, sehr langen Partien führen. Ich bin gespannt, ob sich hier einer irgendwann ein Herz fasst und drauf geht. Special auf jeden Fall möchte hier nicht so ganz das zulassen, dass hier Ryang diese Defensivposition erreicht. Versucht hier mit seinen Cyclones möglichst viel zu traden. Er ist ja derjenige Spieler, der deutlich mehr schon gemeint hat und dementsprechend auch eben eine Bank aufgebaut hat. Das heißt, er kann es sich eigentlich ganz gut erlauben, hier zu traden. Solange er akzeptabel tradet, solange er halbwegs even tradet, kann er eben sehr, sehr gut hier auch Schaden machen und eben diesen Schaden noch nutzen zu seinem Vorteil. Währenddessen wird jetzt hier der Liberator rausgenommen, der hier ein bisschen das Mining unterbrochen hat. Wenn hier die Todeslaserstrahlen auf den Cyclones sind. Das ist auch ein bisschen lächerlich, ne? Aber ich glaube, dass das durch das Schnellfeuer-Upgrade kommt. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall hat Ryang das Ganze auch. Hat der das Schnellfeuer-Upgrade? Ja. Haben beide. Das einzige Upgrade, was hier Ryang noch fehlt, ist das intelligente Servo-Upgrade und das 3er-Defense-Upgrade. Das ist allerdings auch was, was mich ein bisschen überrascht. Dass er das noch nicht hat. Doch, Young hat es. Special hat es nicht. Okay, dann nehme ich das zurück. Ja, die Cyclones natürlich jetzt hier. Oh, da ist er zu schnell wieder zurückgefahren. Und damit sind 3 Cyclones gegen 2 Cyclones. Ich wollte schon sagen, da können natürlich easy die 8 Cyclones hier aufräumen mit den 3. Aber da hat er sich ein bisschen verkalkuliert. Währenddessen hier schon wieder die Halions drin, die inzwischen Hellbats sind. Und 3 und 2 Kills bekommen hier tatsächlich sogar die Supply Depots. Sehr interessante Priorisierung von, ja, von gegnerischen Gebäuden anstatt von Workern. Etwas überraschend meiner Meinung nach, aber gut. Und jetzt sehen wir hier die Raven. Die versuchen natürlich hier mit ihren Missile Turrets immer wieder Schaden zu holen. Sind natürlich Einheiten, die hauptsächlich eben von ihrer Energie profitieren und das Ganze also in regelmäßigen Abständen loswerden sollten. Und das sehen wir jetzt hier. Die Cyclones gehen drauf, währenddessen hier die Anti-Armor-Missiles der Raven gecastet. Allerdings gibt es auf der anderen Seite auch Anti-Armor-Missiles. Die Ravens allerdings sterben hier gut weg. Haben wir noch Vikings? Kaum. Wir haben wenige Vikings auf Seiten von Special. 6 Stück. Die können allerdings jetzt hier nochmal gut drauf schießen. Oh, sehr schön gesplittet nochmal von Ryang, um eben nur hier die Anti-Armor-Missiles zu machen. Die Panzerung dieser Einheit ist verringert. Minus 3. Das ist natürlich viel. Ist es auf die 4 schon angerechnet? Ich glaube ja. Werden wir gleich mal sehen. Wir werden es beobachten. Also 4 minus 3 steht hier. Dann müsste da eigentlich... Nee, tatsächlich. Sie haben dann nur eine 1er Panzerung. Okay. Das ist natürlich wirklich wenig. Und das heißt natürlich, glaube ich auch, wenn ich das gerade richtig beobachtet habe, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob da... Eigentlich ist das eine Fähigkeit, ne? Damit sollte eigentlich Panzerung nichts ausmachen auf die Fähigkeit. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn die Hunter Missile eintritt auf gepanzerte Einheiten, dass es trotzdem mehr Schaden macht. Aber eigentlich kann das nicht. Denn, wie gesagt, Fähigkeiten machen eigentlich, berücksichtigen eigentlich keine Upgrades und keine Panzerung. Wobei, stimmt das überhaupt? Panzerung? Ja doch, die gehen an der Panzerung vorbei. Also ein Storm zum Beispiel macht nicht mehr Schaden durch Attack-Upgrades oder auch nicht weniger Schaden durch Panzerungs-Upgrades. Von daher, ja, sollte es hier auch so sein. Und jetzt gibt es einfach ein random GG von Special. Von Ryang. Warum? Was hat sich denn jetzt an dieser Position verändert? Also er ist in einer schlechteren Position. Das auf jeden Fall. Ah, er hat hier die Command Center gescannt. Den das dazu bewegt, zu sagen, okay, ich gehe raus. Weil, ja, sicherlich hat Special hier die dominante Position. Er würde das wahrscheinlich gewinnen.
Aber ich finde nicht, dass sich die Situation im Vergleich zu den letzten 3 Minuten erheblich verändert hätte. Deshalb bin ich ein bisschen überrascht darüber. Naja, gut. Aber wir können froh sein, dass wir jetzt hier erlöst werden von diesem Split-Map-Szenario. Nein, so schlimm war das nicht. Ich wollte aber unbedingt mal eine Map casten, wo es so ein bisschen so ein Split-Map-Szenario gibt. Allerdings habe ich mich ein bisschen davon gerückt, dass wir jetzt hier so 1-Stunden-Matches sehen. Ja. Deshalb mal so ein kleiner Kompromiss, um auf diese Backwater-Problematik anzusprechen und auch nochmal so ein TVT gecastet zu haben. Beim nächsten Mal werden wir es natürlich nicht wieder auf den TVT stürzen. Ich habe auch schon eine Partie rausgesucht, ebenfalls aus dem Memes and Dreams Invitational. Das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen können. Das war es jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf diese Folge klicken, unten rechts in das Projekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.